Und jetzt widmet sich das Regio TV Plus dem Gewerbe. Und zwar geht es um Holz. Wir sind bei der Holzbauvereinigung. Jetzt frage ich am besten gerade nach. Bei mir ist Lukas Hasler. Lukas, erzähl doch den Zuschauern selber gerade, was sind du für eine Vereinigung und was ist das für ein toller Wettbewerb? Also, wir heissen Holzbau Schweiz, Region Basel. Das ist der Unternehmerverband der Holzbauer, der Zimmereien, wie wir früher gesagt haben. Wir sind eine Arbeitgebervertretung und wir machen hier heute die Ausstellung der Lehrlingswettbewerb. Zweites und drittes Lehrjahr. Jetzt, du hast gesagt, das ist ein Wettbewerb, aber ich meine, gerade in der Zimmerlehre muss man ja die Modelle die ganze Zeit bauen. Also das ist etwas, das permanent über das Jahr immer in der Lehre dazugehört. Richtig. Während der Lehre werden verschiedene Modelle gemacht. Nur das ist ein spezielles Modell, das sie machen einmal gegen Lehrjahrende. Und wie gesagt, es ist ein Modellwettbewerb, also am Schluss gibt es eine Benotung und eine Rangierung. Dann gehen wir doch vielleicht gerade mal auf das Modell da hinten dran ein. Ich habe gesehen, überall steht das, fast jeder Lehrling oder jeder Lehrling muss das machen. Was ist das Spezielle, was ist die Herausforderung, was symbolisiert das? Also, wenn du siehst, wenn du nur schaust, siehst du ein paar, die gleich aussehen und ein paar, die anders aussehen. Im zweiten Lehrjahr wird das Modell vorgegeben, was sie machen müssen. Hier zum Beispiel ein 2 mit einem eigenen Teil, den sie vorne dazu machen können. Und im dritten Lehrjahr können sie ihre Fantasie walten lassen. Und es muss einfach, unsere Vorgabe ist die, es muss Lehrjahr gerecht sein. Sie können nicht etwas machen, was sie im Lehrjahr noch nicht gehabt haben. Jetzt sind das ja alles Sachen, die du, wie du gesagt hast, vorgegeben. Wie, oder viele Sachen, aber wie nach ist jetzt das am täglichen Beruf, an der täglichen Arbeit? Weil es sieht ja hier sehr filigran und klein aus. Und ich nehme an, so ein Dachstuhl hat dann doch eine andere Masse. Also was wir hier machen wollen, ist mal Genauigkeiten. Und wir wollen auch dokumentieren, dass man genau schafft. Dass heute der Holzbauer genau schafft. Und wegen dem kommen sie relativ geschleckt daher, weil das ist halt auch Praxis heute. Es ist nicht mehr so, dass man, wie man früher gesagt hat, das Zimmermaßbeil werfen kann und so ist die Genauigkeit, sondern heute sind wir im Millimeterbereich. Und das sieht man halt hier auch jetzt heute. Wie ist der Beruf generell unterwegs? Habt ihr schwer für zum Lehrling finden? Ist es etwas, das noch attraktiv ist? Wir gehören nach wie vor, und da sind wir sehr stolz drauf und machen auch viel dafür, zu den 10 beliebtesten Berufen bei den männlichen Schulabgängern. Und aufgrund von dem haben wir auch kaum Schwierigkeiten, den Berufsnachwuchs zu rekrutieren. Also, aber wenn es jemand von euch sieht und vielleicht Lust hat, mit diesem Metier mal etwas anzufangen, jetzt habt ihr den Ansprechpartner gefunden. Ich nehme an, es gibt sicher noch eine Lehrstelle, die offen ist. Richtig, man kann sich melden. Entweder gibt es ein Lehnab, das kennen relativ viele. Dort ist aufgelistet, welche Lehrstelle dass man noch frei hat. Oder noch viel besser, man nimmt Kontakt auf mit einer Zimmerei, mit einem Holzbaubetrieb, der im Dorf ist, wo man in der Nähe auch kennt, wo man sich aber auch damit identifizieren kann. Dann ist das richtig, wenn ich abschließend sage, Holz ist heimelig. Wir hören das nicht mehr so gerne. Weil wir haben den Anspruch, dass wir einen modernen Baustoff haben, dass wir moderne Fertigungstechnik haben. Und wenn man halt sagt, Holz ist heimelig, dann sieht man den Schalenstil. Und das ist nicht das, was man heute verkaufen kann. Also dann sage ich jetzt zum Abschluss, Holz wird und ist modern. Ist der modernste Baustoff, was es gibt. Gehen wir ein bisschen in die Materie rein. Bei mir ist der Dennis. Dennis, wir stehen gerade vor deinem Werk. Was ist es? Wie war die Aufgabenstellung und wie bist du an das angegangen? Also, ja, es ist eigentlich darum gegangen, ein Modell zu machen, das im Lehrgang entsprechend war. Das heisst zum Beispiel Grot oder auch Kehl, das ich auch gemacht habe. Und dann durfte ich mir selber aussuchen, was ich machen darf. Und ich habe mir gedacht, es Nacht ist, es soll am Schluss geben. Ich mache nachher noch ein Blatt drüber und dann kann ich es eigentlich benutzen. Und ich denke, ich mache mal etwas Schwereres. Also es hat recht viel Aufwand gegeben. Mehr als 7 Stunden sind es etwa? Ui, genug. Also ich habe auch schon Ferientage mir eingegeben dafür. Fast eine Woche. Aber ja, ich vermute, nein, ich kann es nicht wirklich sagen, wie lange ich dran war, aber schon recht lang. Also man kann sich fast nicht vorstellen. Was ist denn jetzt für dich die Faszination von deinem Beruf? Ist es die Materie, ist es Anlängen, das Schmecken, das Fühlen vom Holz? Natürlich, weil er sehr abwechslungsreich ist, weil du praktisch nie wirklich das Gleiche machst und
man findet immer wieder neue Probleme sozusagen, die man muss irgendwie lösen muss. Und ich weiss, das gefällt mir einfach. Vor allem auch das Arbeiten mit Holz. Es ist nicht so ein kaltes Metall. Zum Beispiel ist es recht kalt. Holz ist ja warm und ich weiss nicht. Es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man mit Holz arbeitet. Okay, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Du bist traditionell jetzt angezogen. Ist das heute noch Usus? Ist das ein gewisser Stolz, was dich erfüllt, oder ist es Berufsethos? Nein, ist natürlich schon stolz. Also, ich bin stolz, jetzt immer zu sein. Und die haben auch heute immer noch ein paar auf die Wald zu gehen. Und ich denke, es gehört eigentlich dazu. Komm jetzt, das interessiert Zuschauer sicher. Was bedeutet das, auf die Wald zu gehen? Man sieht dich dann amis zu zweit oder zu dritt. Man hat das Gefühl, sie sind ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander laufen. Aber sind ihr dann so unterwegs, wenn ihr an einen Auftrag geht? Also, die Wald ist ja, dann geht man 3 Jahre und einen Tag vom Heimatort weg, 50 km Luftlinie, und darf dort nicht näher gehen. Und dann tut man eigentlich schon wirklich in der Weltgeschichte umeinander reisen und dort mal irgendwo arbeiten und dort arbeiten und schaut einfach, dass man sich über Wasser haltet. Und das hast jetzt du auch noch vor dir? Ist das natürlich ein klares Berufsziel? Zuerst in der Heimat den Job machen, dann die Welt ein bisschen sehen und wieder zurückkommen und die Gedanken mitbringen? Also, habe ich mal gedacht, jetzt schaue ich nach, jetzt habe ich eigene Wohnung, jetzt ja, wird es ein bisschen schwieriger, aber ich schaue mal. Vielleicht noch mal später. Man muss ja nicht gerade nach der Lehre gehen. Also, es ist auch nicht ein Muss. Es ist ein Kann. Okay, ich finde, trotzdem ist es ein Muss, dass du hier bleibst, weil du den Job hast gelernt, damit du ihn auch machen kannst, oder? Ja, natürlich.